Das Unfallkrankenhaus Berlin im Stadtteil Marzahn. 200 Ärzte arbeiten hier rund um die Uhr, spezialisiert auf die Behandlung von Unfallverletzten und Notfallpatienten. Ganz scharf an den Sehnen vorbei. Hab Glück gehabt. Ein bisschen tiefer und hätten sie die Finger nicht mehr bewegen können. Lassen Sie uns angucken. Von schweren Unfällen bis zu kleinen Schnittwunden. In die Rettungsstelle des Unfallkrankenhauses kommen die unterschiedlichsten Fälle. Muss man aber schon nähen. Das UKB, eines der modernsten Krankenhäuser Europas. 20 Fachabteilungen und 13 Operationssäle. Für junge, motivierte Ärzte wie Dr. Grundenthaler ideal, um Erfahrung zu sammeln. Das ist jetzt keine Routineoperation. Das ist eine relativ seltene Verletzung und sehr schwere Verletzung der Handwurzel. Immer wieder neue Herausforderungen. Ich wollte ein guter Arzt werden und ich wusste, dass im Unfallkrankenhaus Berlin werden Verletzungen aller Art jederzeit behandelt. Und das ist genau das gewesen, was mich gereizt hat. Ich war mal Leistungssportler und ich dachte, wäre nicht schlecht, wenn ich so in so einem Leistungskrankenhaus arbeiten könnte. Keine 10 Minuten sind vergangen und der Hubschrauber mit dem kleinen Yannick an Bord landet auf dem Dach. Die Übergabe zwischen den Ärzten ist enorm wichtig. Facharzt Dr. Grundenthaler erfährt kurz und knapp von der angeborenen Fehlfunktion in Yannicks Rückenmark. Die nächsten Minuten im Schockraum werden zeigen, welche Auswirkungen der Sturz für den Jungen hat. Hast du irgendwo Schmerzen? Erst einmal Entwarnung. Yannick muss auf die Toilette. Du müsstest jetzt aufs Klo. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und noch ein gutes Zeichen, er kann die Hände wieder bewegen. Der 34-jährige Dr. Grundenthaler ruft den Spezialisten des Rückenmarkzentrums. Auch ein Vorteil, im UKB ist alles unter einem Dach. Es wird jetzt die notwendige Diagnostik eingeleitet, wahrscheinlich computertomografische Untersuchungen, Schichtaufnahmen des Rückenmarkes, um den Ausmaß des Schadens tatsächlich festzustellen. Mittlerweile sind Yannicks Eltern da. Sie wissen, wie hart die Untersuchung für ihren Sohn ist. Eine Stunde wird die Kernspintomographie dauern. In der Hoffnung, den Grund für Yannicks Lähmung zu finden. Die Angst ist immer da, dass der nächste Sturz bleibende Folgen hat. Kopf dröhnt ein bisschen, wa? Aber sonst sieht es gut aus für Yannick. Ja, schön, wunderbar. Versuch mal, ein Bein anzuheben. Das rechte zuerst. Richtig anheben, gestreckt anheben. Gerade machen. Super. Wunderbar. Und jetzt gestreckt lassen. Gestreckt lassen gegen Widerstand. Dr. Grundenthaler weiß, dass sich hinter jedem Fall ein persönliches Schicksal verbirgt. Er hat schon viel erlebt in der Rettungsstelle und holt sich seine Motivation jeden Tag aufs Neue. Wenn man einen Patienten kurz vor dem Tod hier eingeliefert bekommt, den effizient und schnell behandelt und sieht, wie er sozusagen lebendig und mit funktionierenden Gliedmaßen nach Hause geht. Das ist genau das, was uns Freude bereitet und motiviert.